So langsam füllt es sich. Guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Gäste der FAZ. Mein Name ist Thomas Lindner und ich darf Sie im Namen der vier Herausgeber, im Namen meines Mitgeschäftsführers Volker Breit, unserer Redakteurinnen und Redakteure hier in Frankfurt, in Berlin, aber auch auf der ganzen Welt und meinen Kolleginnen und Kollegen im Verlag sehr herzlich zur dritten Konferenz, FAZ-Konferenz zwischen den Zeilen, begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich hier sind. Und ganz oft bei solchen Veranstaltungen wird dieser Satz gesagt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man in diesen Zeiten eine Konferenz vorbereitet, dann ist der wahrer als jemals zuvor, weil da passieren so viele unangemeldete, unerwartete Dinge, dass man wirklich sehr froh ist, wenn es dann endlich beginnt. Sie sind hier, unsere Sprecher sind tatsächlich alle gekommen und das scheint gut zu funktionieren. Wir werden Ihnen hoffentlich heute einen spannenden Kongress präsentieren können. Wir begrüßen viele besondere Gäste, die unserer Einladung hier zu sprechen gefolgt sind. Das ist inmitten einer Pandemie, des in der Ukraine stattfindenden Krieges und in einer nicht ganz unwichtigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die die einen auf keinen Fall verlieren und die anderen unbedingt gewinnen wollen, keine Selbstverständlichkeit. Trotz dieser Umstände dürfen wir heute begrüßen, darauf sind wir natürlich stolz, aus Barcelona zugeschaltet, Frau Dr. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie wird den Kongress eröffnen mit einer kurzen Rede. Und dann folgt ein Gespräch mit dem politischen Herausgeber der FAZ, Berthold Kohler, über die Zukunft Europas. Mit dem Krieg in der Ukraine befassen sich unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der US-Generalleutnant AD Ben Hodges und unser Korrespondent in Russland, Friedrich Schmidt. Natürlich geht es nicht ohne Pandemie. Den Folgen der Pandemie widmen sich Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes, Professor Sandra Ziesek, die Leiterin des Instituts für medizinische Virologie an der Uniklinik in Frankfurt und aus einer ganz anderen Perspektive natürlich Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG, im Gespräch mit unserem Herausgeber Carsten Knob. Über die Geldpolitik in Zeiten von Krieg, Krisen und Inflation spricht der Herausgeber Wirtschaft, Gerhard Braunberger mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Dr. Joachim Nagel. Wir begrüßen sehr herzlich Professor Dr. Stefan Habart, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Er wird in einem Gespräch den Rechtsfragen in Zeiten der Krise nachgehen. Wir haben die Verkehrswende im Programm. Hier diskutieren der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der Vorstandsvorsitzende der Opel AG, Uwe Hochgeschurz. Welche Optionen wir außerhalb unseres eigenen, zurzeit etwas gebeutelten Himmelskörpers vielleicht haben, darüber spricht Dr. Josef Aschbacher, der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Aber es wird auch literarisch. Wir haben Matthias Altenburg hier, alias Jan Segers. Er lüftet das Geheimnis, wie Krimi-Autoren recherchieren, damit am Ende alles echt wirkt, ohne dass man es vorher ausprobiert haben muss. Außerdem sind bei uns zu Gast heute der hessische Bildungsminister Alexander Lorz, die Präsidenten von Caritas und IHK, Eva Maria Welskop-Defa und Kirsten Schoder-Steinmüller. Ich hoffe, dass heute auch Axel Hellmann zu uns kommt, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Wir wissen nicht genau, wie die letzte Nacht gewesen ist und ob er es schafft, aber wir sind ganz zuversichtlich. Er liegt extra auf dem Nachmittag, eigentlich müsste das irgendwie hinhauen. Wir haben ansonsten für Sie Olympiasieger, es werden hier sein Romantikexperten, Stadtplaner, KI-Experten, Forscher, Bildungspolitiker, Klimaschützer und das Autorenduo unserer Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot. Und last but not least verraten Ihnen Volker Lohmann und seine professorable Gefährtin aus dem Holsteinischen, Corinna Salander, wie Liebe, sie in den finanziellen Ruin treiben kann und was man dagegen tut. Durch den Tag führt Sie der FAZ-Redakteur Reinhard Müller, der sitzt schon links und wartet auf seinen Auftritt, bekannt für schneidige juristische Kommentare auf Seite 1 und die Seiten in der FAZ Staat und Recht, Zeitgeschehen und FAZ Einspruch.
Liebe Gäste, vor 3 Jahren, 2019, haben wir diese Kongressidee zum ersten Mal umgesetzt und haben nach Frankfurt eingeladen. Wir sind damals angetreten, um Sie einmal jährlich die FAZ zum Anfassen zu bieten, um Sie zu treffen und mit Ihnen zu sprechen und natürlich, um Sie live mit interessanten Gesprächspartnern zusammenzubringen, die der Redaktion im Laufe ihrer Arbeit begegnen. Schon ein Jahr später, 2020, brach die Pandemie über uns herein und der Kongress fiel aus. 2021 haben wir überlegt, wie machen wir das und haben uns dann trotz Bauchschmerzen dazu entschieden, den Kongress online wieder zu starten. Mehr als 10.000 Menschen haben sich damals digital dafür registriert. Diese enorme Verbreiterung des Publikums ist natürlich für unsere Sprecherinnen und Sprecher, die ja alle mit einer Geschichte kommen, hochinteressant, aber für uns als FAZ natürlich auch. Deshalb findet der Kongress nun hybrid statt, also hier vor Ort und gestreamt im Netz. Also während wir hier sprechen, kann man das im Netz alles mit betrachten und deswegen auch die ganzen Kameras hier im Saal. Wird dies ein Modell für die Zukunft sein? Wir wissen es nicht, aber ich persönlich würde das schon vermuten. Wir alle sehen, dass die Fragen, die wir für unsere Zukunft gestalten müssen, dass sie dringend sind und sie sind komplex. Und es braucht Anlässe und Orte, um darüber zu sprechen und sich zu informieren. Ein solcher Ort würden wir gerne hier in Frankfurt sein, einen solchen Anlass würden wir Ihnen gerne anbieten. Die Pandemie hat innerhalb von 2 Jahren unsere Gesellschaft, unsere Arbeit, unsere Wirtschaft auf den Kopf gestellt und sie hat uns in vielen Ebenen gezwungen, vom vormals sicheren Ufer ins kalte Wasser zu springen und sie ist noch nicht ausgestanden. Ein neuer Krieg ganz nah in Europa rückt weitere drängende Fragen nach der Zukunft Europas, aber auch nach der Sicherheit unseres Landes und der Sicherheit unserer Energieversorgung in den Mittelpunkt. Zusätzlich zu einer der größten Herausforderungen unserer Tage, nämlich dem Klimawandel. Ein Weiter-so wird es wohl nicht geben. Wir müssen aufbrechen zu neuen Horizonten, wir müssen neue Lösungen finden. Und damit stellt sich natürlich auch für uns im Kleinen, für uns als Nachrichtenmedium die Frage, was heißt das für die FAZ? Was heißt das für die Art und den Inhalt unseres in der Regel sehr anspruchsvollen Journalismus? Welche Rolle wollen wir in Zukunft einnehmen? Wie soll unser Verhältnis sein, also das Verhältnis zwischen Ihnen und uns? Wie erfüllen wir Ihre Erwartungen und welche Erwartungen werden Sie eigentlich an uns haben in den nächsten Jahren? Und zu gerne möchten wir natürlich auch diejenigen erreichen, die für die Lektüre unserer Inhalte in ihrem Alltag noch keinen Platz gefunden haben. Neben Print und dem Ausbau unserer Online-Produkte haben wir auch deshalb in den letzten Jahren zum Beispiel in Audioformate investiert. Unser täglicher Podcast für Deutschland, dessen Produktion Sie heute um 3:30 hier live verfolgen können, wird jeden Monat 1,3 Millionen Mal gehört. Seit kurzem bieten wir Ihnen morgens um 6 schon das Wesentliche des Tages in einem Früh-Podcast an, der FAZ-Frühdenker, den gibt es jetzt eingesprochen. Wie gesagt, erscheint morgens um 6, das heißt, in der Nacht wird er eingesprochen und um 6 steht er Ihnen zur Verfügung. Zum Jahreswechsel werden wir Ihnen eine neue Website anbieten und eine überarbeitete digitale Zeitung wird es auch geben. All das tun wir für Sie und ich darf sagen, wir tun es mit Erfolg, denn noch nie hatte die FAZ ein größeres Publikum erreicht als heute. Und wahrscheinlich ist das auch der größte Unterschied zwischen der FAZ heute und einer FAZ von vor 10 Jahren. Wir leben in einer kontinuierlichen Innovation. Die Qualität der FAZ ist geblieben, aber die Art, wie wir sie anbieten, entwickelt sich fast wöchentlich weiter. Die Frage, wie wir unseren Qualitätsjournalismus anbieten, ist aber nur die eine Seite. Die andere Frage ist, wer wir als Zeitung, als Nachrichtenmedium eigentlich in Zukunft für dieses Land sein wollen. Den ersten Herausgebern der FAZ ist vor 70 Jahren und nach einem schlimmen Krieg die Aufgabe übertragen worden, den klugen Köpfen dieses Landes Informationen, Hintergründe und Denkanstöße so anzubieten, dass sie sich immer eine fundierte eigene Meinung bilden können. Und daraus, liebe Gäste, resultiert letztendlich auch das Ziel unseres Handelns. Wir wollen die wichtigste Quelle Ihres Wissens sein. Und in diesem Sinne ist die FAZ ein Generationenprojekt. In schwierigen Zeiten, so wie wir sie heute haben, will und muss die FAZ deshalb zu ihrer Bestform auflaufen.
Dabei lassen wir uns, auch das sei an dieser Stelle nochmal klar gesagt, weder von irgendeiner Regierung noch von irgendeiner Opposition und schon gar nicht von irgendeinem Zeitgeist vereinnahmen. Natürlich unterlaufen uns bei unserer Arbeit auch Fehler. Wer wäre man, wenn man das leugnen würde oder wie könnte man sich da verschützen? Aber wir sind und bleiben stets der Wahrheit verpflichtet, stellen hartnäckig die Qualität der journalistischen Arbeit in den Mittelpunkt unseres Seins. Und das ist wichtig. Die journalistische Aufgabe kommt für uns unzweifelhaft an erster Stelle. Wir sind ein kommerzielles Geschäftsmodell, selbstverständlich. Wir werden getragen von einer Stiftung, aber das kommt an zweiter Stelle. Die FAZ ist und bleibt ein pluralistisches, vor allem unabhängiges Haus. Wir glauben an den Wert unterschiedlicher Meinungen, das sehen Sie in unseren Medien. Wir werden immer ein kritischer Begleiter von Politik, Wirtschaft und Kultur sein. Und wir kommen eher von der konservativen Seite und eher aus einer bevorzugt bürgerlichen Perspektive. Aber das nie dogmatisch, sondern immer mit Neugierde auf das Neue und auf das Andere. Und dafür investieren wir. Nicht nur in Medientechnologie, um ihnen die besten Produkte zu bieten, auch und insbesondere investieren wir in Menschen. Während andere sparen, haben wir am Anfang des Jahres 25 neue Stellen in der Redaktion geschaffen, überwiegend für digitalen Qualitätsjournalismus, aber auch für die Stärkung unseres Korrespondentennetzes im Ausland. Notwendig und auch möglich wurde diese Personaloffensive durch die bisherigen Erfolge der digitalen Angebote der FAZ. Die Zahl unserer Digitalabos liegt aktuell bei rund 200.000. Das Website-Abo F+, vor 3 Jahren erst eingeführt, hat bereits 100.000 Leserinnen und Leser. Und wenn Sie noch keines haben, nein, über die Website zu diesem Kongress können Sie sich für 60 Tage kostenlos davon überzeugen, wie informativ und gut F+ ist. Sie müssen sich dort nur registrieren. Das können wir im Übrigen alles nur, weil Sie uns wertschätzen, weil unsere Abonnentinnen und Abonnenten uns wertschätzen und Sie für die FAZ zu zahlen bereit sind. Sie sehen heute, ich hoffe, den Eindruck können wir hier erzeugen, dass wir Ihre Beiträge gut angelegt haben und an dieser Stelle an Sie ein herzliches Dankeschön für Ihre Zuwendung und Beständigkeit. Unsere digitalen Fähigkeiten ermöglichen es uns mittlerweile, Krisen gut zu meistern. Das haben wir in der Pandemie unter Beweis gestellt, wo eine komplette Redaktion praktisch aus dem Homeoffice jeden Tag eine Zeitung erstellt hat. Und es wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein. Derzeit werden überall die Folgen einer möglichen Gaslieferstopps diskutiert. Davon wären in relativ kurzem Zeitraum auch Zeitungsdruckereien und damit unsere Papierversorgung betroffen. Noch sind das lediglich Szenarien, aber wir bereiten uns bereits jetzt gedanklich und praktisch auf eine solche Situation vor, nämlich schnell und unbürokratisch allen Abonnenten den Zugang zu den wichtigsten Nachrichten, Hintergründen und Analysen zu sichern. Dann, wenn es kein Papier gäbe, digital. Zu keiner Zeit sind verlässliche und vertrauenswürdige Informationen wichtiger und wertvoller als in Zeiten von Krisen und Kriegen. Und damit wollen wir auch in Zukunft Ihnen zur Seite stehen. Und nun möchte ich die Aufmerksamkeit auf den heutigen Kongress lenken. Sie werden neben unseren Gästen viele Kolleginnen und Kollegen der FAZ kennenlernen, die Ihnen vor und hinter den Kulissen einen spannenden Tag bereiten. Sie können Fragen stellen hier im Saal per Handzeichen und digital per Q&A-Fenster. Vielleicht ist das ein kleiner Anreiz für die Daheimgebliebenen, mal hier vorbeizuschauen. Wir werden den nächsten Kongress nächstes Jahr am 5. Mai 2023 veranstalten und werden Sie hier begrüßen. Ich darf mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen einen spannenden und inspirierenden Tag und bitte nun Reinhard Müller, Sie durch unser Programm zu begleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas Lindner. Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser, liebe FAZ-Ultras. Wer schon 2019 live dabei war, weiß, dass dieser Kongress eigentlich als Kassenleistung anerkannt werden müsste, denn es ist sozusagen ein intellektueller Booster, der uns vor Unbill schützt und jeden Einzelnen weiterbringt. Mit so einer Art Gefahrenabwehr hat auch unser erster Gast zu tun.
Sie ist quasi in der Welt zu Hause, aber trotzdem sturmfest und erdverwachsen, wie es im Niedersachsenlied heißt. Sie war 14 Jahre lang Bundesministerin, davon 6 Jahre auf dem Schleudersitz des Verteidigungsministerpostens, also verantwortlich für den Zustand der Bundeswehr, und ist jetzt Präsidentin der Europäischen Kommission und hat mit einem Krieg zu tun, hatten wir lange nicht gedacht, dass das nochmal möglich ist, mit all den zusammenhängenden Fragen, und ist zudem sehr stark auch mit inneren Fliehkräften, die diesen Staatenverbund manchmal auch zu zerreißen drohen, sehr eingespannt. Sie wird eine Rede, wie schon gesagt, zur Zukunft Europas halten und danach von unserem politischen Herausgeber Berthold Kohner befragt werden. Herzlich willkommen, heute aus Barcelona zugeschaltet, Ursula von der Leyen. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen beim FAZ-Kongress zugeschaltet bin. In der Tat, Sie haben sich ein spannendes Thema vorgenommen. Die Zukunft Europas. Und diese Zukunft wird zum Teil in diesen Tagen entschieden. Und zwar nicht allein in den Institutionen in Brüssel, sondern vor allem auch in den Mitgliedstaaten. Diese großen Krisen und Herausforderungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sie verlangen von uns eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Wenn ich nur ein paar zeichnen darf, die Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlagen. Wir müssen die Erderwärmung stoppen. Die geht ja weiter, während alle anderen Krisen uns beschäftigen. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir weltweit unsere Gesundheitssysteme reformieren müssen und vor allen Dingen auch unsere Lieferketten festigen müssen. Und jetzt Putins Krieg in der Ukraine fordert unsere europäische Friedensarchitektur fundamental heraus. Und ja, die Bedeutung der russischen Aggression für Europa und für die anderen Demokratien der Welt ist kaum zu überschätzen. Denn eins müssen wir uns klar machen, es geht in der Ukraine nicht allein um das Schicksal unserer Nachbarn und seiner tapferen Menschen. Auch für uns, auch für die Europäische Union steht unglaublich viel auf dem Spiel. Allein die Fragen, wird sich Gewalt als Mittel der Politik wieder in Europa etablieren? Oder gelingt es uns, unsere Sicherheitsordnung zu bewahren, mit der wir jahrzehntelang Stabilität und Wohlstand gehabt haben? Wird es jetzt ständig Konflikte und Kämpfe geben? Oder wird es eine Zukunft geben mit gemeinsamem Wohlstand und dauerhaftem Frieden? Und vor allem die Frage, werden es Autokraten sein, die uns ihre Weltsicht aufzwingen? Oder gelingt es uns, Demokraten, unsere Werte zu verteidigen? Und die Antworten, die wir Europäerinnen und Europäer, aber auch andere Demokratien weltweit auf diese Fragen geben, werden ganz klar die nächsten Jahrzehnte prägen. Das gilt für unser Zusammenleben in Europa, aber auch darüber hinaus, denn der Rest der Welt beobachtet ganz genau, mit welcher Haltung und mit welcher Konsequenz wir uns für unsere Werte einsetzen. Ich bin daher zuallererst dankbar, dass Europa auf diese Herausforderung jetzt seit 10 Wochen dauert, der Krieg, den Putin in der Ukraine entfacht hat, Woche um Woche mit großer Geschlossenheit antworten. Wir arbeiten zusammen, aber wir arbeiten auch in einer ganz, ganz engen Abstimmung mit unseren transatlantischen Partnern und Großbritannien. Das hat es lange nicht gegeben. Die Europäische Union leistet in der Ukraine seit dem ersten Tag der Invasion wirtschaftliche und humanitäre Hilfe in Milliardenhöhe, um Ihnen eine Zahl zu geben. Alleine in den letzten 10 Wochen haben wir dafür 4 Milliarden Euro eingesetzt. Sie wissen, dass wir den Ankauf von Waffen für die ukrainische Armee zu ihrer Verteidigung in Höhe von bisher 1,5 Milliarden Euro finanziert haben. Das ist das allererste Mal, dass die Europäische Union diesen Schritt unternimmt. Und ganz wichtig, wir kümmern uns um die mittlerweile 5 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind wegen Putins Bomben. Vor allen Dingen hat aber unsere Union, immerhin 27 Mitgliedstaaten, einstimmig und in großer Geschwindigkeit in diesen 10 Wochen harte Sanktionspakete beschlossen. Und wir tun das, weil der Überfall auf die Ukraine seinen Preis für den Aggressor haben muss.
Nochmal, es geht hier weit über die Ukraine hinaus. Die Autokraten dieser Welt müssen wissen, dass die Demokratien sich wehren können und dass sie ihre Werte verteidigen. Sie wissen aus der aktuellen Diskussion, dass wir als nächsten Schritt ein Ölembargo verhängen wollen. Ich habe Mittwoch, also vorgestern, diesen Vorschlag dazu präsentiert. Ich habe gleich gesagt, das wird nicht einfach, aber wir können nicht auf Dauer große Summen an ein Land überweisen, das unsere Nachbarn mit einem durch nichts zu rechtfertigenden Krieg überzieht. Der Export von Öl und auch die auf Öl basierenden Produkte wie zum Beispiel Diesel und Heizöl ist eine der Haupteinnahmequellen des Kreml. Und genau diese Einnahmequelle wollen wir in den nächsten Monaten trockenlegen, damit es eben nicht möglich ist, dass Putin weiter seinen Krieg finanziert. Wir wollen diese Einnahmequelle so trockenlegen, dass es dem Kreml maximal schadet, während wir unsere Wirtschaft schonen, soweit das irgendwie möglich ist. Das heißt, das ist eine ganz feine Linie, die wir finden müssen. Warum das? Weil natürlich unsere wirtschaftliche Stärke ein mächtiger Hebel ist, um die Ukraine zu unterstützen auf der einen Seite und um Druck auf Russland auszuüben. Die Unabhängigkeit von Russlands Willkür und von seinen Rohstoffen erfordert natürlich auch von uns einen Preis. Aber der Preis für den Kreml ist ungleich höher. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Sanktionen fressen sich Tag für Tag, Woche um Woche tiefer in die russische Wirtschaft. Die russische Zentralbank, die russische, rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Russland von in diesem Jahr von -10%. Und die Weltbank hat das gerade bei dem Frühlingstreffen bestätigt und geht sogar von einer Schrumpfung von 11,5% des Bruttoinlandsproduktes Russlands aus. Das heißt, Putins Krieg versucht nicht nur, die Ukraine von der Landkarte zu streichen, sondern Putins Krieg zerstört auch sein eigenes Land. Und es ist daher kein Wunder, dass wir sehen, dass die junge Elite, darunter ganz viele IT-Leute, zu Zehntausenden Russland verlassen. Denn diese brutale Politik, die der Kreml macht, raubt den Menschen auch in Russland jede Zukunftschance. Aber auch Europa muss seine Hausaufgaben machen. Denn nochmal, wir können unsere Werte, die Demokratie, die Freiheit, den Rechtsstaat, das Recht jeden Landes, seine Zukunft selbst zu bestimmen. Wir können all das nur wirkungsvoll verteidigen, wenn wir selber stark sind. Und Putins Krieg hat uns deutlich vor Augen geführt, wo wir Nachholbedarf haben. Wir werden sicher nachher in der Diskussion darauf noch detailliert eingehen. Ich möchte mich zunächst auf ein Feld konzentrieren, wo wir akut großen Handlungsbedarf haben. Das ist auch die aktuelle Diskussion, die wir überall führen. Und das ist die Energiepolitik. Über Öl habe ich bereits gesprochen. Wir müssen uns darüber hinaus von unserer Abhängigkeit von russischem Gas lösen. Heute importiert Europa 90% seines Gases. 45% dieser Einfuhren stammen aus Russland. Und spätestens seit den Ereignissen der vergangenen Woche, Sie erinnern sich, dass Gazprom das Gaslieferungen gestoppt haben nach Polen und Bulgarien, spätestens seit dann ist auch dem Letzten klar, das kann so nicht weitergehen, diese Abhängigkeit. Russland ist kein zuverlässiger Partner mehr. Und mehr noch, der Kreml nutzt ja seine Marktstellung, um Europa zu drohen, um uns zu spalten und uns zu erpressen. Das heißt, wir dürfen uns nicht weiter von einem solchen Lieferanten abhängig machen und wir dürfen nicht länger einem Land, das seinen Nachbarn überfällt, Milliarden Einnahmen ermöglichen. Energiepolitik war und ist immer auch Sicherheitspolitik. Und deshalb arbeiten wir bereits seit einigen Monaten mit Hochdruck daran, unsere Gasimporte aus Russland zu senken. Sie wissen, dass wir jetzt quasi im Wochentakt alternative Bezugsquellen, Flüssiggas zum Beispiel aus aller Welt, erschließen.
Die am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, sind sehr aktiv. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber wir auch auf der europäischen Ebene tragen unseren Teil bei. Ich habe vor Ostern mit dem amerikanischen Präsidenten Biden zum Beispiel zusätzliche Flüssiggaslieferungen aus den USA vereinbart, die in der Menge ab nächstem Jahr ein Drittel des russischen Gases schon mal ersetzen. Das ist gut, aber wir müssen natürlich noch mehr machen. Und das wirksamste Mittel, das wir haben, um unabhängig zu werden, ist für uns der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, aus Gas und der Umstieg auf erneuerbare Energien. Und deshalb diese massiven Investitionen in Infrastruktur hier in Europa, vor allem der Umstieg auf grünen Wasserstoff, aber auch die anderen erneuerbaren Energien. Wenn man es mal ganz einfach auf den Punkt nimmt, ob das nun Sonnenenergie ist oder Windkraft, Wasserkraft oder Biomasse, jede weitere Kilowattstunde Strom, die wir hier in Europa aus erneuerbaren Energien selbst produzieren, verringert unsere Abhängigkeit von anderen, ist gut für unser Klima und unseren Planeten und schafft Arbeitsplätze hier zu Hause. Und der Ausbau der heimischen erneuerbaren Energien ist gleichzeitig unsere beste Antwort auf die steigenden Energiepreise. Denn es sind ja die kohlenstofflastigen, das heißt die alten Energien, Öl, Kohle und Gas, die jetzt immer teurer werden, sind die Gaspreise, die durch die Decke schießen. Die Kosten für erneuerbare Energien dagegen sinken seit vielen Jahren kontinuierlich. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich spreche, wie Sie wissen, zu Ihnen heute hier aus Barcelona. Für die Unternehmen und Haushalte in Spanien und Portugal werden jetzt gerade die Strompreise drastisch gesenkt. Und das ist nur möglich in diesen beiden Ländern, weil sie heute schon fast 2/3 ihres Bedarfs aus erneuerbaren Energiequellen decken. Wir haben, das zeigt dieses Beispiel, in Europa den großen Vorteil bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, dass wir bereits mit Blick auf die erneuerbaren Energien auf einem guten Weg sind, um mehr Versorgungssicherheit für unseren Kontinent zu erreichen. Sie wissen, wir haben den europäischen Green Deal. Sie wissen, dass wir gemeinsam eine Klimagesetzgebung haben. Und Sie wissen, dass wir Milliardeninvestitionen genau für diese erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht haben. Aber, und das ist uns jetzt auch klar, angesichts des Krieges und des Drucks der Energiepreise, müssen wir das, was wir angefangen haben, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, massiv beschleunigen. Einerseits durch Investitionen, aber andererseits auch, um gewissermaßen Vorfahrt zu geben den erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn wir uns das ganze Thema Genehmigungsverfahren anschauen, dann müssen wir jetzt schnellere Genehmigungen für den Ausbau von Windparks haben, für das Aufstellen von Windrädern und all diese Themen, die dazu gehören. Wir bauen unsere Ziele für grünen Wasserstoff auch deutlich aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass der grüne Wasserstoff die Energieform ist, die wichtigen Teilen unserer heimischen Industrie eine produktive und eine emissionsfreie Zukunft ermöglichen wird. Meine Damen und Herren, soweit zum Energiethema. Putins Krieg gegen die Ukraine und die notwendigen Sanktionen sind ja in Wahrheit auch weit mehr als ein Stresstest für unsere Wirtschaft. Ich war vor Ostern in der Ukraine. Ich war in Kiew, habe mit Präsident Zelensky gesprochen. Und ich war in Butscha mit Premierminister Schmihal. Ich habe dort die Überlebenden getroffen, die immer noch nach Worten rangen, um das Unaussprechliche zu beschreiben. Ich habe die Massengräber gesehen. Ich habe die Leichensäcke direkt neben einer Kirche aufgereiht gesehen. Ich habe, wenn ich durch die Straßen gefahren bin, die zerbombten Wohnungen, die zerschossenen Krankenhäuser, die zerstörten Schulen gesehen, soweit das Auge reicht. Das, meine Damen und Herren, das ist die Realität des Krieges, mit dem Putins Armee die Ukraine überzieht. Und für mich sind diese Bilder und diese Eindrücke eine eindringliche Mahnung. Putin begeht einen Zivilisationsbruch. Und wir müssen als demokratische Gesellschaften eindeutig Position beziehen. Unser Platz ist an der Seite der Ukraine.
die sich so vehement und so tapfer gegen den Aggressor stemmt. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen ja so tapfer, weil sie genau wissen, was für eine Zukunft sie wollen. Sie wollen kein Leben unter der Willkür des Autokraten, ohne bürgerliche Freiheiten, ohne demokratischen Diskurs, ohne freie Presse. Wofür die Menschen, die ich in Kiew und Butscha getroffen habe, kämpfen, das ist eine Zukunft als freie und als offene Gesellschaft, als Demokratie. Es sind unsere europäischen Werte, die sie verteidigen. Und sie wollen nicht mehr und nicht weniger als die Zugehörigkeit zu einer starken demokratischen Gemeinschaft. Mich haben die Gespräche mit den Menschen in der Ukraine zutiefst berührt. Denn in dem Sehnen geradezu, das Sehnen der jungen Generationen in der Ukraine, spiegelt sich ja wieder, was wir in den vergangenen Jahrzehnten als europäische Gemeinschaft erreicht haben und was wir viel zu häufig als selbstverständlich ansehen. Der Frieden, die Freiheit, die Rechtsordnung, die wirtschaftliche Sicherheit, die uns Europa gebracht hat. Es lohnt sich, für dieses Europa einzustehen. Es lohnt sich, für dieses Europa zu kämpfen. Und es lohnt sich, in dieses Europa zu investieren und es jeden Tag zu festigen. Denn unsere Zukunft, das ist dieses Europa. Und jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich sehr auf die Diskussion, die wir zusammen haben werden. Vielen Dank. Ja, guten Morgen nach Barcelona, Frau Präsidentin. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie in diesen schwierigen, ja schlimmen Zeiten, die uns alle beschäftigen, bereit waren und sind, mit uns hier zu sprechen. Sie haben gerade mit sehr deutlichen Worten zum Auftakt unseres Kongresses klargemacht, was in der Auseinandersetzung mit Putin auf dem Spiel steht. Für die Ukraine, vor allem natürlich für ganz Europa, aber letztlich für die ganze freie Welt. Sie haben das am Mittwoch im Europäischen Parlament gesagt und heute diesen sehr starken Satz noch einmal wiederholt. Sie sagten, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Was heißt das denn konkret? Wann kann man davon sprechen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt? Wann kann man von einem Sieg letztlich der Demokratie über die Diktatur sprechen? Wenn kein russischer Soldat mehr auf einem Quadratmeter ukrainischen Bodens steht, oder dürfte Putin den Donbass und die Krim behalten, könnte es sowas geben wie Frieden gegen Land? Vielen Dank und guten Tag von meinerseits nochmal, Herr Kohler. Vielen Dank für genau diese Frage. Denn ganz wichtig ist, es ist die Ukraine, die selber entscheidet, wie wir immer sagen, wie sie ihre Zukunft gestalten will. Aber dann muss das natürlich auch dafür gelten. Sie muss selber entscheiden, wie sie verhandelt mit Russland, um einen Waffenstillstand und dann Frieden herzustellen. Sie hat natürlich von uns alle Unterstützung, die sie braucht. Aber die Entscheidung, was ist es, was wir als Ukraine zum Schluss wollen und wo wir dann zum Schluss akzeptieren, dass es eine Lösung gemeinsam gibt. Das kann nur die Ukraine entscheiden. Wir unterstützen die Ukraine, damit sie sich selber verteidigen kann. Wir unterstützen die Ukraine vor allem, damit sie wirtschaftlich auf den Beinen bleibt, stark bleibt. Ich will Ihnen nur eine Zahl nennen oder zwei Zahlen. Die Schätzung beim Frühjahrsgipfel jetzt in Washington des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank waren, dass das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine in diesem Jahr etwa um 35-50% fällt. Und wir wissen, dass die Ukraine, ich habe mit Zelensky darüber gesprochen, von diesem Monat an etwa 5 Milliarden Euro pro Monat braucht, um die grundsätzliche Versorgung, also Pensionen auszahlen, Gehälter auszahlen,
die grundsätzlichen Services zu finanzieren, jeden Monat braucht. Das heißt, auch da werden wir der Ukraine den Rücken stärken, gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern zum Beispiel und anderen, die auch einspringen, um sie stark genug zu machen, selber den Zeitpunkt zu definieren, selber den Zustand zu definieren, wenn sie sagt, der Krieg ist beendet und wir können uns um die weiteren Schritte jetzt gemeinsam mit euch kümmern. Wir rätseln ja alle noch immer etwas über die Kriegsziele Putins, aber haben Sie denn zum Beispiel in Ihren Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj etwas über die Kriegsziele der Ukraine erfahren? Selbstverständlich möchte und wird die Ukraine ein selbstbestimmtes, freies Land bleiben. Das ist genau das Entscheidende. Und es ist beeindruckend zu sehen, den Mut, die Einigkeit. Es ist ja, das Zynische ist ja, dass Putin gewissermaßen der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat und gesagt, die Ukraine existiert überhaupt nicht, das ist ein Teil Russlands. Er will sie quasi von der Landkarte wischen. Und genau das hat zum Gegenteil geführt. Genau das hat dazu geführt, dass die Ukraine geschlossen und als Nation gestärkt, stärker denn je, auftritt und sich zu Recht wehrt und sehr klare Vorstellungen für ihre Zukunft hat. Das heißt, Präsident Selenskyj arbeitet nicht nur intensiv daran, dass die Ukraine dem Aggressor widerstehen kann, sondern er arbeitet auch jetzt schon daran, die Ukraine wieder aufzubauen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Er hat jetzt ins Leben gerufen, Patenschaften, die, und ich finde den Gedanken wunderbar, mit uns in der Europäischen Union, und zwar verschiedene Regionen der Ukraine mit europäischen Regionen, Städte der Ukraine mit europäischen Städten, sogar lassen wir einfach Gemeinschaften von Architekten oder von Landwirten, die Partnerschaften auf der anderen Seite mit der Ukraine haben, um all die Expertise freiwillig zu bekommen, die man, und Hilfe, die man bekommen kann, wie man die Ukraine schnell wieder aufbauen kann und wie man sie modernisieren kann. Sie haben eben auch die Geschlossenheit der Europäischen Union gelobt und in der Tat müsste man Putin ja fast einen Verdienstorden verleihen dafür, dass er für so viel Einigkeit gesorgt hat. Auch damit hat er offenbar nicht gerechnet. Doch gerade in der Debatte, Sie haben es ja auch angesprochen, über die Energie, das Energieembargo bei Gas und Öl, aber auch schon bei Kohle, da werden doch sehr zum Teil unterschiedliche Ansichten in der EU wieder deutlich. Also man könnte fast sagen, das energiepolitische Sein bestimmt das Bewusstsein. Kann Putin am Ende vielleicht doch noch darauf hoffen, dass sich auch in dieser Frage die EU wieder zerstreitet? Sie haben es ganz richtig am Anfang skizziert und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass niemals Putin damit gerechnet hat. Erstens, dass die Menschen in der Ukraine so stark, so geeint und so widerstandsfreudig sind. Zweitens hat er in der Tat auch nicht wahrscheinlich damit gerechnet, dass die russische Armee so schlecht aufgestellt ist und so grauenhaft agiert. Drittens, er hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass die Europäische Union so geschlossen, so entschlossen und so schnell handeln wird. Und das Vierte, das finde ich auch wichtig, er hat mit Sicherheit auch nicht damit gerechnet, dass sein Handeln dazu führt, dass er den gesamten Großkunden, wenn ich das so sagen darf, Europa verliert, was Öl, Gas und Kohle angeht. Und das sind die Haupteinnahmequellen Russlands, übrigens nicht nur jetzt in dem Krieg, den Russland ausgelöst hat, sondern natürlich auch vor dem Krieg. Um auf Ihre Frage einzugehen, es ist nicht einfach, Einigkeit herzustellen, das Ölembargo jetzt schnell umzusetzen. Was steht dahinter? Dahinter steht, dass die Mitgliedstaaten unterschiedlich stark sich vorbereitet haben auf einen solchen Schritt. Ich nehme mal Deutschland. Das ist beeindruckend gewesen, das zu sehen. Der Krieg dauert jetzt 10 Wochen. Ich habe natürlich am Anfang der Zeit mit unseren Mitgliedstaaten darüber gesprochen, gesagt, wir werden aus dieser Abhängigkeit und damit auch der Erpressungsmöglichkeit für Putin uns gegenüber raus müssen. Wir müssen unabhängig werden von den russischen Energien. Und da war noch ganz, ganz große Zurückhaltung da. Aber seitdem haben die Mitgliedstaaten hart daran gearbeitet, ihre Abhängigkeiten zu reduzieren, um sich vorzubereiten
auf den Moment, den wir jetzt haben. In Deutschland, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, war an den Ölimporten der russische Anteil zu Beginn des Krieges 35%. Jetzt ist er nur noch 12%. Das zeigt, das ist durch harte Arbeit, dass man andere Anbieter findet und dass man die Solidarität innerhalb Europas nutzt, gelungen. Ich erkläre das, weil das zeigt, dass die Länder, die jetzt zögern, noch nicht so weit sind. Wir sitzen, während wir hier sprechen, mit diesen Ländern in Brüssel zusammen, um ganz pragmatische Dinge auszuarbeiten. Also wo können Alternativöl gebracht werden zu diesen Ländern? Das sind meistens Länder, die übrigens keinen Zugang zur See haben, deshalb keine Häfen haben. Deshalb ist es für sie ganz entscheidend, dass durch Pipelines das Öl in die Länder kommt. Und da wiederum müssen wir intensiv mit den Nachbarn, mit der europäischen Solidarität arbeiten, sodass die Länder, die jetzt noch Schwierigkeiten haben, darauf vertrauen können, dass sie Versorgungssicherheit haben und dass genügend Öl geliefert wird. Ich will damit, um das kurz noch mal abzuschließen, sagen, das ist schwer, aber das kann man durch Arbeit erreichen. Und genau da sitzen wir jetzt dran. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Paket auch auf den Weg bringen. Wenn es einen Tag länger dauert, dann dauert es eben einen Tag länger. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Unterschiedliche Meinungen in der EU gibt es ja auch zu der Frage, wie mit dem ukrainischen Wunsch auf Beitritt zur EU umgegangen werden soll. Nach Ausbruch des Krieges gab es von unseren Partnern im europäischen Osten die Forderung, das Land soll sofort Mitglied werden. Es wurden dann aber im Zuge der Debatte auch wieder Stimmen laut, die darauf hingewiesen haben, dass auch seit Abschluss des Assoziationsabkommens 2014 die Ukraine nicht besonders große Fortschritte gemacht hat bei den Reformen, die nötig sind und wären. Und das war vor den Verheerungen des Krieges. Sie selbst haben zu Beginn des Krieges gesagt, die Ukrainer gehören zu uns. Wir wollen, dass sie drin sind, dass sie hereinkommen. Das haben Sie heute zum Beispiel in dieser Deutlichkeit nicht gesagt. Wie schnell kann denn dieser Prozess gehen? Ja, zwei Schritte vielleicht einmal zurückschauen. Wir haben ja intensiv in den letzten Jahren mit der Ukraine gearbeitet. Und wir wissen sehr viel über die Ukraine. Die Ukraine hat viele Reformen gemacht, die wir von ihr verlangt haben. Wir haben auch Investitionen gemacht. Und wir arbeiten sehr eng wirtschaftlich schon zusammen. Das gesamte Elektrizitätsnetzwerk der Ukraine ist zum Beispiel inzwischen an die Europäische Union angeschlossen, um zu zeigen, wie eng die Zusammenarbeit ist. Dieser Krieg ist natürlich eine gewaltige Zäsur. Und deshalb jetzt mal den Blick nach vorne. Ich finde, erstens muss man ganz deutlich sagen, die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen um ihr Leben und ihre Werte, aber es sind unsere Werte, die sie dort auch verteidigen. Und jetzt, wie skizziere ich den Weg nach vorne? Präsident Zelensky hat einen Antrag gestellt auf Mitgliedschaft. Die Europäische Kommission arbeitet jetzt mit der Ukraine zusammen, um eine Empfehlung dann an den Rat abzugeben. Ich glaube, das Beste ist das folgende Vorgehen, nämlich dass wir sagen, wir bauen jetzt einen Wiederaufbaufonds auf für die Ukraine, und zwar nicht nur europäisch, sondern die ganzen internationalen Finanzinstitutionen müssen auch dabei sein und all die anderen Länder, die weltweit die Ukraine unterstützen, ganz vorneweg unsere amerikanischen Freunde, die wollen da auch mitmachen, mit dem folgenden Ziel: massive Investitionen zum Wiederaufbau gekoppelt mit Reformen. Und diese Reformen und diese Investitionen können dann den Weg ebnen und auch den Prozess beschleunigen in unsere Europäische Union. Ich will es noch mal andersrum skizzieren. Es liegt jetzt an uns und der Ukraine, ob wir nachlässig, langsam und zögerlich sind und damit das Land abgleiten lassen in eine ungewisse Zukunft mit all den Konsequenzen vor unserer Haustür, oder ob wir gemeinsam mit der Ukraine mutig nach vorne gehen und nochmal investieren mit Reformen, um dann der Ukraine auch den Weg zu ebnen in die Europäische Union. Es wird geschätzt, dass der Wiederaufbau der Ukraine, von dem Sie sprechen, Hunderte von Milliarden Euro kosten wird. Die werden ganz sicher nicht aus Moskau kommen, sondern natürlich von Europa geleistet werden müssen. Sie haben am Mittwoch im Europäischen Parlament ein
Hilfspaket nach dem Vorbild der Corona-Hilfe, des Corona-Wiederaufbaus Hilfspaket in Aussicht gestellt. Heißt das denn dann auch, dass dafür die EU wieder selbst Schulden aufnehmen müsste und sollte? Das, was ich vorgestellt habe, ist das Prinzip, was bei Next Generation EU nach der Pandemie so hervorragend wirkt, nämlich Investitionen für Reformen, beides koppeln. Wir werden viel weiter denken als Europa, wenn wir vom Wiederaufbaufonds für die Ukraine sprechen. Und, das sollten wir nicht unterschätzen, sehr stark müssen wir natürlich auch, werden wir die Ukraine mit einbeziehen, denn das ist ihr Land und ihre Zukunft, die sie gestalten. Und deshalb müssen wir eher an ein globales, ein internationales Herangehen denken. Und wie ich eben schon sagte, insbesondere die internationalen Finanzinstitutionen, wie zum Beispiel die Weltbank, werden eine entscheidende Rolle spielen. Aber auch Europa wird seinen Teil dazu beitragen. Diese Gespräche sind noch nicht ausgereift und sind noch nicht in der Dichte geführt, dass wir über die Finanzierungsformen schon sprechen könnten. Wichtig ist mir nur, das muss schon eine große internationale Gemeinschaft sein, Sie haben recht, Hunderte von Milliarden finanzieren wird. Dazu ist auch die Bereitschaft da, denn auch die anderen Länder, und einmal um eine Zahl zu nennen, wir sind über 40 Länder, die zum Beispiel geschlossen die Sanktionen umgesetzt haben gegen Russland, also die sehr geschlossen auch diese Schritte nach vorne gehen. Auch die anderen Länder sind der festen Überzeugung, jetzt die Chance zu ergreifen, dass die Ukraine kraftvoll den Weg nach vorne gehen kann, in eine demokratische, freie und europäische Zukunft. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir die Finanzierung auf die Beine stellen werden. Aber auf dem Weg von, will ich sagen, Eurobonds, aber jedenfalls von europäischen Schulden oder von einer Verschuldung, die Europäische Union selbst tragen würde? Schauen Sie mal, Next Generation EU, also das 750 Milliarden Paket, das wir in der Pandemie für die Folgekosten der Pandemie aufgestellt haben. Warum stehen wir heute wirtschaftlich relativ gesehen so stark da? Weil wir genau das Richtige gemacht haben. Bei diesem schweren Schock, der symmetrisch gewissermaßen ganz Europa getroffen hat, haben wir gemeinsam gesagt, lasst uns zusammenstehen, weil wir am Kapitalmarkt natürlich auch viel stärker sind. Das hat sich dann auch bewiesen. Lasst uns gemeinsam Kapital aufnehmen und dann Investitionen sehr gezielt mit Reformen koppeln, die wir verlangen von den Mitgliedstaaten. Da gab es so manches Ächzen und Stöhnen in den Verhandlungen, aber es ist genau der richtige Weg. Die Reformen müssen sein zu modernisieren und die Investitionen gezielt in den europäischen Green Deal, in die Digitalisierung und in die Resilienz. Großes Thema jetzt. Deshalb stehen wir heute, wenn Sie sich mal den Rest der Welt auch anschauen, stark da und gut da. Das hat uns jetzt auch das Rückgrat gewissermaßen gegeben, um Putins Angriff und Aggression mit wirtschaftlichen Mitteln kontern zu können. Und deshalb finde ich, dass diese Diskussion um den Wiederaufbau, den Aufbaufonds der Ukraine zum richtigen Zeitpunkt global geführt werden müssen und dass wir alle zusammenstehen müssen, um diese Finanzen aufzubringen. Am Montag, dem 9. Mai, blicken wir ja nicht nur gespannt nach Moskau. Der 9. Mai ist auch der Europatag in Erinnerung an die Schuman-Erklärung zur Montanunion. An diesem Montag werden Sie zusammen mit dem Europäischen Rat auch die Schlussfolgerungen der Konferenz zur Zukunft Europas bewerten, die ein Jahr lang getagt hat, ohne dass alle das bemerkt haben. Aber diese Konferenz hat sehr bemerkenswerte Reformen vorgeschlagen, etwa zu Mehrheitsentscheidungen gerade in der Steuer- und auch in der Haushaltspolitik. Wird es wie vor 20 Jahren wieder einen europäischen Konvent geben, gar einen neuen Anlauf zu einer europäischen Verfassung, vor dem bisher ja doch einige, auch nicht ganz ohne Grund, zurückscheuten? Die Frage kann ich Ihnen heute und hier nicht eindeutig beantworten. Ich muss erst mal sagen, die Konferenz für die Zukunft Europas war und ist klasse. Es ist beeindruckend zu sehen, was die Bürgerinnen und Bürger, die da waren und die maßgeblich die Diskussionen geführt haben, wie sehr konkret die ihre Forderungen auf den Tisch gelegt haben, welche Themen sie unterstützen. Das Klimathema ist ein Riesenthema, aber auch das Verteidigungsthema spielt eine große Rolle. Das soziale Europa, ganz, ganz wichtig für die Menschen. Auch interessant zu sehen, wo sie Erwartungen an Europa auch haben.
Viele gute Anregungen, die man so heute ohne Vertragsänderungen schon umsetzen kann und könnte. Und dann gibt es aber auch Ideen und Forderungen, die durchaus die Diskussion eröffnen für potenzielle Vertragsänderungen. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin offen. Ich finde, man muss auch, wenn es notwendig ist für Reformen, muss man bereit sein, größere Schritte zu gehen. Denn Reformen bringen immer mit sich, dass man sich gut aufstellt für die Zukunft, dass man Schwächen erkennt, diese behebt und gut aufstellt für die Zukunft. Entschieden wird das schlussendlich Rat, Parlament mit der Meinung der Kommission. Da sind wir noch nicht, aber von mir aus besteht da Offenheit. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, um die europäische Verteidigungspolitik, die ja nun wirklich ein zentrales Thema ist, sehr ausführlich zu diskutieren. Wir wollen ja auch dem Publikum einige Fragen an Sie noch ermöglichen. Aber eine zugespitzte Frage dazu möchte ich stellen. Nämlich, müsste die EU angesichts der Drohungen aus Moskau nicht zu einer Atommacht mit einem eigenen Abschreckungspotenzial werden? Es könnte ja sein, dass die Garantiemacht Amerika nach der nächsten Präsidentenwahl wieder zu einem unsicheren Kantonisten wird und auf eine französische Präsidentin namens Le Pen, die uns jetzt ja zum Glück noch erspart geblieben ist, würde man sich in dieser Hinsicht ja auch nur ungern verlassen. Da ist meine Antwort sehr klar zu diesem Zeitpunkt nein, die Frage stellt sich nicht, aber eine europäische Verteidigungsunion, die ist dringend überfällig. Nämlich eine Verteidigungsunion, und das keine Missverständnisse gibt, die nicht in Konkurrenz zur NATO tritt. Die NATO ist das stärkste Militärbündnis der Welt und das wird sie auch bleiben. Die Europäische Union wird niemals ein Militärbündnis sein. Aber es gibt durchaus Situationen, wo wir sehen, dass nicht die NATO gefragt ist, sondern Europa gefragt ist. Und da muss Europa besser aufgestellt sein. Und da gilt vor allen Dingen, dass wir stärker daran arbeiten, dass wir unsere militärischen Fähigkeiten gemeinsam europäisch aufstellen und nicht zerstückelt in 27 verschiedene Ansätze. Das stärkt dann wiederum auch unsere industrielle Basis. Das hat übrigens ganz viel auch zu tun mit Forschung und Entwicklung. Denn was man für militärische Fähigkeiten braucht, ist oft etwas, was dann auch starken Einfluss auf die zivile Entwicklung hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Internet ist zunächst einmal in der militärischen Komponente entwickelt worden, das ganze GPS-Thema, aber auch andere Themen sind über militärische Forschung zunächst einmal entstanden. In der Zukunft wird bei Transport das Thema Drohnen eine große Rolle spielen und wir wissen, wo die ersten Entwicklungen gewesen sind. Also Europa muss sich besser organisieren, europäisch, dass wir die großen Entwicklungs- und Forschungsprojekte gemeinsam machen, die großen militärischen Entwicklungen gemeinsam machen, das stärkt unsere industrielle Basis und das stärkt das, was wir Interoperabilität nennen, ist ein sperriges Wort, aber was die Fähigkeit beschreibt, dass niederländische Soldatinnen und Soldaten mit einem italienischen Panzer zum Beispiel in der Lage sind, ihre baltischen Freunde zu begleiten, weil alle untereinander mit dem gleichen Material arbeiten. Ja, so erstmal vielen Dank von mir. Jetzt hätten Sie die Gelegenheit, hier im Saal wie auch daheim im Homeoffice, die Fragen würden mir hier über ein Display eingespielt, Fragen zur Zukunft Europas zu stellen. Ich fange hier vorne an. Wenn Sie Ihren Namen kurz sagen möchten und bitte kurze Fragen stellen, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Imre Bata, mein Name. Frau Präsidentin. Die Europäische Union hat in letzter Zeit viele historische Schritte eingeleitet. Und einer davon war die Einleitung des EU-Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn. Damit droht Budapest die erhebliche Kürzung von EU-Haushaltsmitteln. Meine Frage ist, was geschieht, wenn trotz dieser Kürzungen die ungarische Regierung ihre bisherige Politik fortsetzt? Und was könnten diese weiteren Schritte für die europäische Einheit bedeuten? In der Tat, wir haben das Rechtsstaatsverfahren eröffnet und das geht dann sehr formal vor sich, nämlich dass Fragen an Ungarn gestellt werden,
für Themen, die uns aufgefallen sind und wo wir der Überzeugung sind, die müssen behoben werden, Schwierigkeiten, die behoben werden müssen. Das betrifft das ganze Thema Korruptionsvorsorge. Das betrifft das Thema Verwendung von europäischen Geldern, zum Beispiel bei Bieterverfahren. Wenn bei Bieterverfahren nur ein Bieter vorhanden ist und das relativ häufig auftaucht und viele andere Themen. Das heißt, am Anfang stehen die Erkenntnis, hier sind Fragen, die berechtigte Fragen, schwere Fragen, die wir haben, die wir Ungarn stellen und wo wir von Ungarn Antworten erwarten. Oder aber, wenn wir sehen, dass das nicht ausreichend ist, Veränderungen. Also, dass man Rechtsschritte einleitet, Gesetze auf den Weg bringt, die diese Defizite beheben. Warum ist das Rechtsstaatverfahren da? Es ist eingeführt worden, um sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit eines Mitgliedstaates es garantiert, dass europäische Gelder auch ihrem Zweck entsprechend eingesetzt werden. Das ist die Frage, die im Hintergrund steht. So, und der Prozess ist jetzt am Anfang. Wie er sich weiterentwickeln wird, kann ich nicht vorhersagen. Es ist ein ernster Prozess. Es ist schwere Arbeit, die vor uns liegt. Aber es ist eminent wichtige Arbeit, denn die Rechtsstaatlichkeit ist das Zentrum dessen, was uns in der Europäischen Union zusammenhält. Das ist übrigens auch der Rechtsstaat, das ist das Zentrum dessen, wofür die Ukraine kämpft. Nämlich, dass es Recht und Ordnung gibt, an die sich alle halten und die vor allen Dingen den Schutz der Bürgerinnen und Bürger des Individuums garantieren. Da drüben eine Wortmeldung, hier war auch noch eine. Bitte, der Herr dort. Nein, Sie brauchen ein Mikrofon. Der Herr dort, bitte. Vielen Dank, Jens Lemke, mein Name. Frau von der Leyen, wenn man versucht, Ursachenforschung zu machen, nicht im Sinne, wie konnte es so weit kommen, sondern was sind die Mittel, mit denen Diktatoren, Autokraten ihre Position durchsetzen, ist meine Analyse, es ist eigentlich immer wieder das Thema freie Presse. Meinungsbildung, die ich beeinflussen kann. Sie haben das Wort Rechtsstaatlichkeit in den Mund genommen. Rechtsstaatlichkeit vordergründig hat auch Herr Putin gemacht, weil der hat Wahlen durchgeführt. Wir erleben das in der Türkei, wir erleben es an ganz vielen Stellen in der Welt. Und ich sage mal, die Wahlunfälle in den USA und in Großbritannien sind letztlich auf mediale Beeinflussung zurückzugehen. Wenn Sie von EU-Reform sprechen, halte ich das für ein ganz zentrales Thema, dafür zu sorgen, dass eine freie Presse unverändert demokratische Prinzipien einfordern kann. Ich verfolge mit sehr viel Sorge, dass Boris Johnson versucht, BBC abzuschaffen. Das sind alles erste Zeichen, hinterher Meinungsbildung qua Amt durchzusetzen. Ich finde das brandgefährlich. Haben Sie da vielleicht eine Meinung für mich? Ja, ich kann Ihre Worte nur unterstreichen, wie wichtig in der Rechtsstaatlichkeit die freie Presse ist, die freie Meinungsäußerung. Zentral. Zentral, denn wenn es keine Gegen- und Widerrede gibt, dann kann es auch keine Demokratie geben. Und wenn es keine Transparenz gibt, dann kann es auch keine Demokratie geben. Wir haben jetzt gerade vor 10 Tagen etwa in der Europäischen Kommission ein Gesetz verabschiedet, das zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten schützt vor unrechtmäßiger gerichtlicher Verfolgung. Was steht dahinter? Wenn Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel Daphne in Malta, die ermordet worden ist, hartnäckig jemanden verfolgen und versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu kommen und Transparenz herzustellen in einem Vorgang, dann sehen wir es, dass bei sehr wohlhabenden Menschen oder diejenigen, die sehr gute Anwälte haben, eine Tendenz dazu besteht, diese Journalistinnen und Journalisten mit Gerichtsverfahren zu überziehen. Und man kann den Gerichtsort, konnte ihn bisher auch da wählen, wo man wollte, zum Beispiel Großbritannien, London. Und da wird es wahnsinnig teuer, überhaupt dieses Gerichtsverfahren zu führen. Das heißt, die Journalistinnen und Journalisten werden in den Ruin getrieben finanziell oder sie geben auf, das Ziel dessen, der das alles ausgelöst hat. Dem schieben wir jetzt zum Beispiel einen Riegel vor. Aber es gibt viele andere Themen und Felder, wo Sie zu Recht sagen, dass man immer wieder darauf achten muss, dass die freie Presse geschützt ist. Und das ist, wie unsere Demokratie, ein permanent währender Prozess. Da ist man nie fertig, da ist es nie gut,
sondern man muss immer wieder darauf achten, dass die freie Presse geschützt ist und dass Rede und Gegenrede lebhaft in einer Demokratie tatsächlich auch da sein können. Ich will noch ein Wort zu dem, was Sie anfangs auch sagten, mit den Autokraten verlieren. Deshalb habe ich auch immer wieder darauf hingewiesen, es geht nicht nur um die Ukraine, es geht nicht nur um uns in Europa. Die Autokraten dieser Welt beobachten sehr genau, ob Putin sich durchsetzt mit seinem Recht des Stärkeren, das er durchsetzen will, mit den Einflusssphären, die er vermeintlich über die Ukraine hat, mit der brutalen militärischen Aggression oder ob die Demokratien wehrhaft sind und sich dagegen effektiv und grundsätzlich auch wehren können. Und es gibt andere Autokraten dieser Welt, die sehr genau gucken, weil das auf ihr Verhalten Einfluss haben wird. Wir haben in den vergangenen Jahren es häufiger sehen in schwierigen Feldern, auch schwierigen Feldern, zum Beispiel im gesamten Syrienkrieg, aber auch in Afghanistan, dass die Demokratie nicht stark genug gewesen ist, um tatsächlich auch die Dinge zum Besseren zu wenden. Das mag den einen und, oder anderen auch ermutigt haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier sehr deutlich sagen, das ist die Grenze. Wir setzen dieser militärischen Aggression wehrhaft was entgegen, unsere gesamte ökonomische Stärke, unsere gesamten Möglichkeiten als großer Verbund der Demokratien, den Preis für Putin so steigen zu lassen, dass er vor allen Dingen in Konflikt gerät mit seinem eigenen Land. Was ich eingangs auch sagte, es ist nicht nur die Ukraine, die er versucht, von der Landkarte zu streichen, sondern wir sehen auch, dass er sein eigenes Land durch sein Verhalten jetzt zugrunde richtet. Und deshalb ist diese Auseinandersetzung mehr als nur auf unsere Region beschränkt. Frau von der Leyen, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich weiß, dass Sie heute noch eine hohe Ehrung in Barcelona erfahren. Herzlichen Dank, dass Sie hier uns Rede und Antwort standen. Glückwunsch zu der Auszeichnung, die Sie heute bekommen werden. Ich sage adios und hasta la vista, Frau Präsidentin. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau von der Leyen, Herr Kohler. Man hat auf jeden Fall gesehen, bei aller Kritik, die man an einzelnen Maßnahmen der EU richten kann oder auch vielleicht an Strukturen, die Idee lebt, der Staatenverbund lebt, vibriert. Und dieses Thema Europa wird uns auch in den folgenden Panels immer wieder beschäftigen. Jetzt verteilen wir uns auf die einzelnen Podien und treffen uns dann. Um 10.30 Uhr geht es in den einzelnen Panels weiter. Um 11.30 Uhr hier wieder mit Gerhard Braunberger und dem Bundesbankpräsidenten. Bis gleich.